5 erstaunliche Vorteile von Weintrauben. Die Geschichte der Weintraube reicht bis 5000 vor Christus zurück. Mit mehr als 10.000 Sorten ist die Weintraube im Vergleich zu anderen Früchten die vielfältigste. Überreste von Traubenkernen, die vor 10.000 Jahren gefunden wurden, zeigen uns, dass die Weinherstellung aus Trauben so alt ist wie die Geschichte der Menschheit und dass der Weinbau in Anatolien in dieser Zeit begann. Von der Vergangenheit bis heute ist die Weintraube dank ihres Geschmacks, ihrer Beschaffenheit, ihres Aromas und ihrer Vielfalt zu einer der beliebtesten Früchte der Welt geworden. Diese beliebte und köstliche Frucht enthält auch viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Hier sind 5 ausgezeichnete Vorteile der Weintraube für die menschliche Gesundheit. Erstens, erhöht die Energie. Da Rosinen einen hohen Anteil an Ballaststoffen und Mikronährstoffen enthalten, sind sie frei von Zuckerzusatz und künstlichen Aromen. Dank des darin enthaltenen Vitamin B erhöhen sie die Energie des Körpers und beseitigen Probleme wie Müdigkeit. Experten betonen, dass es notwendig ist, eine Handvoll Rosinen pro Tag zu verzehren, sowohl wegen der gesundheitlichen Vorteile für den Körper als auch wegen der Energiezufuhr, die der Körper benötigt, insbesondere für diejenigen, die in geschlossenen Räumen und am Schreibtisch arbeiten. Zweitens, beseitigt Verdauungsstörungen. Die schwarze Traube ist reich an Zucker, organischen Säuren und Ballaststoffen. Daher wirkt sie als mildes Abführmittel und hilft bei Verstopfung. Sie ist auch sehr wirksam bei der Behandlung von Verdauungsstörungen und Magenreizungen sowie bei der Vorbeugung von Verdauungsstörungen. Er hilft auch, die durch Harnsäure verursachten Magenbeschwerden zu verringern und den Druck auf die Niere zu minimieren. Drittens, es nährt das Haar. Schwarze Traubenkerne lassen das Haar gesund wachsen. Vor allem die schwarze Traube selbst und das Öl aus ihren Kernen enthalten Antioxidantien, Vitamin E, Linolsäure, Eiweiß und Mineralien. Aus diesem Grund hilft sie, die Blutzirkulation in der Kopfhaut zu erhöhen, stärkt die Blutgefäße und fördert so ein gesundes Haarwachstum. Experten empfehlen neben der Frucht selbst auch ihren Saft zu verzehren. Auf diese Weise werden Haare und Kopfhaut von Problemen wie Schuppen und Juckreiz befreit und das Haar wird glänzend und schön. Viertens, er gleicht den Cholesterinspiegel aus. Die schwarze Traube erhöht die Insulinempfindlichkeit, indem sie den Cholesterinspiegel dank der in ihr enthaltenen mineralischen und phenolischen Bestandteile ausgleicht. Vor allem die Kerne der Traube, die reich an Antioxidantien sind, sind sehr wirksam bei Problemen wie hohen Blutfetten und Cholesterin. Fünftens, es hilft bei Anämie. Traubenmelasse ist sehr reich an Vitamin B12 und Eisen. Experten erklären, dass Traubenmelasse sehr wirksam bei der Blutbildung ist und empfehlen den Verzehr von 2 Löffeln Traubenmelasse pro Tag für gesündere innere Organe. Die Verwendung von Traubenmelasse als natürliches Süßungsmittel ist viel vorteilhafter als die Verwendung von weißem Zucker und die Melasse versorgt den Körper dank der darin enthaltenen wertvollen Mineralien wie Kalium und Calcium mit dem notwendigen Eisen. Weintrauben haben keine bekannten Schäden oder Nebenwirkungen. Wie bei allen Früchten sollten Diabetiker jedoch aufgrund des hohen Zuckergehalts keine übermäßigen Mengen an Weintrauben verzehren. Und natürlich sollte der Verzehr von Weintrauben wie bei jedem Lebensmittel unter Berücksichtigung des Gesundheitszustandes des Einzelnen erfolgen.